Servus! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baumeister vom Tag. Heute wieder zwei Spezialgäste bei mir. Fange ich an, Ladies First. Und zwar einmal die Yvonne und einmal den Sascha. Yvonne, wie schaut es bei dir aus? Hast du schon mal was mit der Baustelle zu tun gehabt? Absolut nicht, nein. Absolut gar nichts? Okay. Sascha, wie schaut es bei dir aus? Also, ich war 10 Jahre am Bau. Ja. Und das hat mir gereicht und jetzt bin ich in einem Bereich tätig. Okay, super. Also neben mir sitzt ein waschechter Baumeister, möchte man fast sagen. Ohne Titel. Hallo! Also, ich muss auch eins dazu sagen, manche Fragen oder so, die ich immer stelle beim Baumeister am Tag, da hilft mir das Sascha immer, weil der kennt sich halt extrem gut aus am Bau. Deswegen bin ich schon gespannt, wie es halt ausgeht wieder. Wollt ihr noch dazu sagen, was ihr macht, Yvonne, was machst du eigentlich so? Ich bin Ergotherapie-Studentin. Okay, sehr gut. Kannst du kurz erklären, was macht man bei Ergotherapie? Wie kann man sich das vorstellen? Kurz gesagt, wir helfen alten, kranken und verletzten Menschen, dass sie wieder im Alltag zurückfinden. Okay, passt. Auf den Punkt gebracht, hätte ich gesagt. Und mehr wie schon geredet, Baumeister. Ja, also, ich bin jetzt im Prüfbereich tätig, von Baustellen, von anderen möglichen Sachen. Ja. Kann ich zu den Dick auftragen? Ja. Ja, habt ihr mir irgendwas gewettet vorher, Herr Queen? Oder wollen wir das nicht sagen? Doch, um eine Lücke. It was at this moment he knew. He fucked up. Also da geht es halt um ein exklusives Handtascherl. Weihnachtsgeschenk. Das ist so Weihnachtsgeschenk. Okay, gut. Dann starten wir mit der Frage Nummer 1. Und zwar, ich habe extra Fragen ausgesucht, die jetzt ein bisschen ausgeglichen sind. Also nicht, dass er jetzt einen Vorteil hat, weil er schon 10 Jahre im Bau war. Frage Nummer 1. Im Bau ist auch wichtig die Bodenmarkierungen auf den Autobahnen. Also es gehört natürlich auch zu dem Gebiet Bauen dazu. Und jetzt ist meine Frage auf der Autobahn. Wie groß sind die Abstände zwischen den Längsmarkierungen, also zwischen den strichlierten Längsmarkierungen auf der Autobahn? Antwortmöglichkeit 1, 12 Meter. Antwortmöglichkeit 2, 16 Meter. Antwortmöglichkeit Nummer 3, 20 Meter. Könnt ihr klopfen? Ich sag B. Antwort B, weißt du noch, was das war? 16 Meter. 16 Meter, das ist leider falsch. So, jetzt Yvonne, jetzt hast du Zeit. Ich kann dir vorlesen, glaube ich, brauche ich es nicht mehr, aber die Antwortmöglichkeiten waren 12 Meter oder 20 Meter. Abstände zwischen den. Du kannst genauso falsch sagen. Ich sage 12 Meter. 12 Meter sagst? Das ist richtig. Also 1:0 für die Yvonne. Rückt der Handtasche ein kleines Stück näher. Also 12 Meter sind die Abstände zwischen den Bodenmarkierungen. Das ist eigentlich ziemlich groß, wenn man bedenkt, wenn man da mit dem Auto fährt, schaut es nicht so groß aus. Ja? Ich hätte es auch kleiner geschätzt. Ja, und auch ein, zwei Meter, ne? Ich fahre jetzt da. Wie schnell warst du da? Na, 12 Meter. Gut, dann die Frage Nummer 2. Da geht es jetzt mal ums Geld. Im Bauern geht es ja auch ein bisschen ums Geld. Und zwar ist die Frage, wie viel Euro verdient ein Hilfsarbeiter pro Stunde in Österreich auf der Baustelle brutto? Antwortmöglichkeit 1, 9,50 Euro. Antwortmöglichkeit Nummer 2, 12,50 Euro. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 3, 15,50 Euro. B, 12,50. 12,50? Ja. Das ist richtig. Das ist war das dein Gehalt auf der Baustelle? Nein, das war mehr, aber wir haben gestern die Tabelle gekauft. Aber wirklich, ja. Das geht. Schade, nicht das gewusst. Aber ja, 1:1, Ausgleich von Sascha. Jetzt geht's in die finale Frage. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst, jetzt geht's ums Handtascherl. Und zwar ist die Frage Nummer 3. Weil mir ist auch wichtig, das ist ein bisschen Umweltthema. Bauen ist jetzt nicht so umweltfreundlich. Deswegen gehe ich jetzt kurz auf das ein. Und zwar, wie viel Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes auf der ganzen Welt geht auf die Zementproduktion zurück? Also Zement wird im Bau verwendet, sehr viel sogar. Jetzt ist meine Frage, wie viel macht das aus vom gesamten CO2-Ausstoß? Antwortmöglichkeit Nummer 1, 8%. Antwortmöglichkeit Nummer 2, 18%. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 3, 28%. Es ging jetzt. Ja, da. Ich sag B. Yvonne, B. 18%. Das ist leider falsch. So. Jetzt bleibt noch der Sascha übrig. Also entweder 8 oder 28%. Ich sage 8%. 8%, das ist richtig. Und jawohl. Somit steht es 2:1 für den Sascha. Sascha holt sich den Titel Baumeister vom Tag. Es gibt leider keinen Taschen für die Wohnung. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal eine Revanche. Na passt, dann danke, dass ihr da wart. Danke, dass du Zeit gelernt hast. Ja, gerne. Und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.